Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Habe ich neue Augen? Ich bin euer PS Frankenstein und freue mich, dass ihr hier seid. Kann ich das Weiße da anschauen? Ne, geht nicht. Schade. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Okay. Gehe ich da nochmal hoch? Versuche nicht in den Schlafsaal. Shibuya Power! Riot Girl rules! Ching! Ching! Miyoroshi Glitzerschein! Miyoroshi Glitzerschein! Sie sieht nicht glücklicher aus als vorher. Bei der Quelle von Gugu Oshima! Riot Girl rules! Ching! Ching! Immer noch kein Effekt. Ich wette, es ist die Schuld von diesem Schulrabauken. Wir hassen sie. Genau. Die sind genauso schlimm wie die Obrigkeit. Oder die dunklen Mächte. Oder das Finanzsystem. Nieder mit den dunklen Mächten. Wir sollten alle in einem großen Inferno untergehen. Schau dir ihr Gesicht an. Typisch. Sind wir wohl zu extrem? Sind wir ja auch. Genau wie Riot Girl. Riot Girl rules. Und wehe, du sagst jetzt, du hast noch nie ein Riot Girl Anime gesehen oder ein Riot Girl Manga gelesen. Puh, dachte schon. Riot Girl ist nämlich voll shiny. Nieder mit den dunklen Mächten. Und Riot Girl kämpft vor allem total gegen die Gesellschaft. Darum kämpft sie auch total gegen die Gesellschaft. Riot Girl ist nämlich voll cool. Und darum müssen wir die Gesellschaft zerstören. Ja. Du kannst uns gerne dabei helfen. Ja. Nieder mit den dunklen Mächten. Sehr schön. Bringen wir auch alles nichts weiter. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Doof. Rausgehen kann ich auch nicht. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Das schreit ja fast schon zum Durchschrauben, aber ich habe immer noch kein Werkzeug. Was mache ich denn mit dem dummen Sprengzünder? Ich will ihn eigentlich in den Ofen legen, aber Lilly will ihn noch nicht loswerden. Hieß es vorhin. Also muss ich damit erst noch was machen. Im Schulteich. Machen wir den Ofen nochmal auf. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Das war der perfekte Ort. Andererseits... Okay, irgendwas habe ich damit noch. Irgendwas muss ich damit noch machen. Mit diesem Sprengkopf. Ich frage mich gerade nur was. Lilly vermisste die Termiten. Ja, ohne sie wirkte der Baum irgendwie traurig. Ja, er wirkt zu leer. Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Sehr schön. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete.
Okay. Sehr nett. Kann man da noch irgendwas reinlegen? Können wir den Springzünder da wieder reinlegen? Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Glas und Alkohol. Kann ich in den Ofen Alkohol reintun? Damit es ein bisschen besser brennt vielleicht. Waren schon wieder diese Stimmen, die Lilly befahlen, ihre Sachen zu verbrennen. Zu dumm, dass kein Feuer im Ofen war. Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Schade. Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Schade. Okay, dann muss ich mir irgendwas anderes noch überlegen. Kann ich dem Shawnee Alkohol andrehen? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Okay. Dann gehen wir ab ins Kloster. Lass mich allein. Ich bin durch mit euch Kindern. Um beizukommen, muss ja dieses scheiß Rezept wieder rankommen. Ich hatte momentan keine Ahnung, wie ich den loswerde da hinten. Gerade echt schwierig. Schlafsaal, nein. Ja gut, dann gehe ich eben nochmal ganz nach oben ins Büro der Oberin und versuche da nochmal irgendwas herauszufinden. Abends hing die Oberin aber um. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Sei mal nicht so böse. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Okay, sehr interessant. Ich komme gerade echt nicht weiter, es fuchst mich jetzt. Es war nämlich bei Edna bricht aus, auch schon teilweise, dass ich einfach nicht weiter wusste. Dann war eine Aufnahmepause gemacht und kam dann nachher drauf. Bloß jetzt kann ich es im Ton nicht leisten, aber eine Aufnahmepause zu machen. Weil ich habe die letzte Folge schon gesagt, gerade am verdammten Vornehmen, wenn ich gerade irgendwie der Mikro ständig die ganze Zeit im Gesicht rum und im Mikro sind, komme ich da die ganze Zeit gegen. Muss ich nachher gleich nochmal schauen, ob ich den richtig hin tue. Schlafsaal, Klosterflur. Raufaserleinwand.
Habe ich schon alles. Kirche gehen bringt mir auch nichts mehr. Da war ich auch schon zweimal. Dann kann ich weiter. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Das ist gemein. Oh. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Sag mal nicht so gemein, Arschloch. Ja, Entschuldigung, ich bin schon so ausfallend. Ich kombiniere jetzt einfach mal alles Lilly mit allem. Lilly hätte nur allzu gerne mit dem lustig blinkenden Objekt gespielt. Aber sie kannte leider die Spielregeln nicht. Schade. Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Okay. Soll ich jetzt wirklich alles mit allem kombinieren? Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Und wenn es... Okay. Lilly wurde das... Und wenn... Lilly, wo das? Und wenn es... Lilly hat in diesem... Okay. Ich habe echt keine Lilly Probleme. Lilly liebte diese Annie im Leben. Kann ich die Stickerei vielleicht der Birge zeigen? Und dadurch einen Vorteil irgendwie verschaffen? Genau, ab ins Kloster. So. Zum Klosterflur. Ich bin gerade echt richtig ratlos. Lilly entschied, Birgit in Ruhe zu lassen. Die strebsame Schülerin brauchte Zeit, um über ihre Fehler nachzudenken. Schade. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! So, was könnte ich noch machen? Versuche ich noch mal. Ich kann auch mit Lilly noch mal, mit Edna noch versuchen zu reden. Ich werde einfach mal tun. So. Aber was soll's denn bringen? Ich meine, jetzt hat's mir auch nicht viel gebracht. Aber naja, gut. Versuchen wir es einfach nochmal. Kann ich Edna damit überzeugen? Was ist das? Ist das etwa von dir? Puh, ich dachte schon, du wärst plötzlich langweilig geworden. Nö, keine Angst. Lillys Stickerei, das hatte die Oben. Schade. Nicht doch, Lilly. Es ist noch zu früh zum Feiern. Ich will doch gar nicht feiern. Darf ich dir den andrehen? Gut mitgedacht. Aber ich fürchte, damit werden wir Dr. Marcel auch nicht los. Der Typ kommt immer wieder. Wie der Terminator. Oder der Weihnachtsmann.
schauen, warum der Rechner gerade gepiepst hat. Ja. Nee, versuche ich, will es auch in der Kirche versuchen. So. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Okay. Ich muss scheinbar den... Erst, ich frage gerade, ob ich den darüber reden kann. Was? Hä? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Okay, die Bodenplatten. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur wüsste, unter welcher Bodenplatte ich suchen muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Sehr schön. Bringt mir nur leider auch nicht weiter. Ich muss scheinbar echt erst an diesem einen Herrn da quatschen. Diesem alten Herrn da. So. Und den irgendwie überzeugen. So, Klosterflur. Zur Sammlung. So, alter Vater, erzähl uns noch was. Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Was weißt du über die Geschichte? Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Okay, also er hat scheinbar Ahnung von den Tempelrittern. Dann versuche ich jetzt mal... Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. Mhm. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den eurasischen Kontinent entdeckt habe? Mhm. Ach, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Richtig? Aha. Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Nein, die Kokosnuss war damals
als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war der Heldenmut bei den Deicharbeiten in Atlantis? Da hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Und wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores. Ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Oh oh, irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die 3E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich nicht zum Affen machen. Also, mal sehen. Okay. Habe ich das gerade mal richtig verstanden, dass wir hier zum Beispiel... Okay. Na geil, das wird so eine richtig schöne Rätselaufgabe werden. Okay, der gehen wir aber in der nächsten Folge nach. Dann. Na gut, das mache ich in der nächsten Folge. Wir müssen noch zweimal anhören und dann mit aufschrauben. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.